So, meine Damen und Herren, willkommen hier zurück zu einer neuen fucking Folge vom Landwirtschaftssimulator 2019. Willkommen wieder hier zurück. Wir lassen natürlich hier gleich unsere Leute beide arbeiten. Kurze Überlegung, die Felder waren ja hier, war ja alles bestellt. Ach so, ja genau, der macht das. Und wir wollten ja dann dort oben ist alles einsammeln, genau. Aber erstmal kümmern wir uns hier drum. Wir werden mit dem JCB dort hinterfahren, aus dem folgenden Grund, dass der etwas schneller da hinten ist, als wenn ich, glaube ich, weiter vorne bin, weil der kann ja 65 fahren, der JCB, und der andere, glaube ich, 45. Viel Unterschied macht es nicht. Aber wir fahren einfach mal dahinter. Ich bin mir eigentlich, ich habe das eigentlich schon gemacht, Mission. Aber ich nehme es einfach mal so hin und sage einfach mal, wir haben es noch nicht gemacht, obwohl ich mir ganz, ganz sicher bin, dass wir es gemacht haben. Ich weiß nicht, wie wir das eigentlich angeguckt haben, wie es runtergegangen ist. Ist mir jetzt aber auch scheißegal. Sowas ausladen. Mir ist jetzt völlig egal. Wir hoffen mal, dass es fertig ist, weil ich weiß noch, dass da vorne war was gewesen. Ich hoffe mal, das bisschen reicht hier aus, um die Sache zu beenden. Wenn nicht, haben wir ein ganz kleines Problem. Mal den hier erstmal drehen und müssen das wieder abladen. Oh nein, das war falsch. Wir müssen uns irgendwie gerade hinstellen. Ja, langsam merkt man ja, wie das auf meinem Kanal jetzt abläuft, dass ich ja Richtung Landwirtschaftssimulator mehr bin als alles andere. Und irgendwie ist es lustig, dass ich jetzt schon losfahren kann, obwohl ich noch nie mal richtig geladen habe. Anyway, man merkt, wo es hingeht bei mir. Ich will der Landwirtschaftssimulator-Experte werden. Ich habe ja immer wieder mal das Ziel gehabt, mal das Ziel, mal das Ziel, mal das Ziel gehabt. Jetzt bin ich mir relativ sicher, dass der Landwirtschaftssimulator eine Sache ist. Hier kann man lange dran sitzen, hier kann man lange was machen. Und wir haben ja auch unsere Ziele, die wir erreichen wollen. Solange wie dieser Kanal noch existiert und Artikel 13 noch nicht draußen ist. Genau. Beziehungsweise Artikel 13 ging, habe ich heute gelesen, durch den EU-Parlament und jetzt geht das nur noch durch andere Abteilungen und wird abgesegnet, kann man sagen. Somit kann man aber schon sagen, ich glaube, es steht fest, wo das dann hingeht. Also hier wird vieles sich an der Politik ändern, nicht nur wegen der Asylpolitik, sondern auch wegen Artikel 13. Das hat man ja was da für Demonstrationen, für Gegensprüche und alles im Lande umgeht. Also lange wird sich das Deutschland bestimmt nicht mehr gefallen lassen, habe ich das Gefühl. So, wir sind jetzt in der Spinnerei hingekommen. Das Schild ist erstmal ganz, ganz komisch geflogen, ist mir aber auch relativ egal. Wir wollen ein bisschen glücklich sein, wir wollen nicht nur über die traurigen Sachen reden. So, und Verkauf. Abgeschlossen. Gut. Ersatz gereicht. Freut mich. 3000. Oh, was haben wir so jetzt noch Schönes für eine Aufgabe? Oh, hier könnte man mit einem LKW mal fahren. Oh, das ist natürlich auch nicht schlecht. Ich krieg 1000 weniger, das ist auch scheiße. Am besten wieder so eine Mission, wo ich nichts machen muss. Hier fliegen eine Runde. Das kann ja mein Dings machen, mein Kollege. Sehen, das könnte man alles. Aber ja, ich glaube, das lohnt sich nicht, wenn ich das mit meinem Maschinen mache. Transportieren, ernten, transportieren, ernten, Ballen pressen. Das Grubern, das bringt ja dann überhaupt kein Geld ein. Feld 33. Da könnte ich mit meinen eigenen Gruber drüber gehen. Feld 33. 31. 32. Feld 33? Wo ist denn das?
Ach, hier 33 hier unten. Jo, könnte man mit meinen eigenen Maschinen schaffen. Dann kriege ich auch die 800 komplett. Ich glaube, das wird mir genauso viel Geld kosten. Das ist nicht rentabel für mich. Fliegen müsste ich mir das Zeug holen, Feld 11. Ich glaube, das war aber nicht so weit weg. Hier Feld 11. Das können wir annehmen. Das nehmen wir an. Obwohl Fliegen immer so eine Sache für sich ist. Das macht der Helfer nicht ganz so schön. Irgendwas muss man jetzt mal langsam nehmen. Feld 6. Das hier ist Soja. Nehmen wir die Mission an. Da können wir mit LKW fahren, können wir mal den ausprobieren. Und danach machen wir unsere Gras-Sache weiter. So. Gucken wir mal kurz auf die Uhr, wir müssen außerdem achten. Heißt, eigentlich kann ich gucken, ich muss eine Nachricht bekommen. Kurz davor. Oder kurz nach, wo ich angefangen habe. Oh. Das mal in dem Klaas Fahrzeug hier. Was war es? 3000. 9240. Haupenfahrzeug. Brauchen aber auch die Gummibereifung, sieht aber auch so aus. Kettenbereifung. Gibt es überhaupt einen Mähdrescher, der auf Kettenbereifung funktioniert? Das würde mich mal interessieren. Falls ich auch hier fahren, das klappt. In letzter Zeit bin ich auch viel an der PlayStation, macht mir auch in letzter Zeit viel Spaß, einfach mal da zu sitzen und zu zocken. Wie geht's noch hier mit Tieren? Die waren alle 100% und auch sauber. Sehr gut. Mal irgendwas die Sache größer. Ich glaube, die Forstsachen, die können wir glaube ich auch verkaufen. Das mache ich ja auch nicht mehr. Das können wir uns ein kleines bisschen mehr Geld holen. Ui. Mal noch mal kurz auf die Map. Bei Lobe. Feld 6. Naja, guck mal gut rein. Das passt wunderbar. Ach, man braucht das Abstand. Mhm. Auch nicht schlecht. Müsste man auch mich ein bisschen. Wir fahren auch bis in Außenperspektive und Southpawsend. Da ist ja schon das Feld. Ist das Feld 6? Das sieht ja so klein aus. Viel Platz ist aber auch hier. Das ist eigentlich ziemlich sexy. Was gehen wir wieder in die Ego-Perspektive? Ja, gut. Ego direkt, genau. Weil das lässt sich dann besser ankuppeln hier. So einen schönen Kase. Fahren wir hinten an. Da wird sich, glaube ich, auch eine Weile erstmal kümmern. Wenn 80% voll ist, dann kommen wir ja uns nicht. Dings hochfahren, LKW, und fahren zum ersten Mal hier in diesem Projekt ein LKW. Das ist aber schon Schneidwerk, das ist ja... Nimmt das schon ganz schön was mit. So, dann geben wir auf unseren Valdra.
Ja, wir wollten ja in nächster Zeit, das ist ganz eigentlich schon wieder nachgekommen, wollten ja in nächster Zeit, hier, ich hab das doch schon eingesammelt, das war so eine Scheiße gewesen. Das war so eine elendlange Scheiße gewesen. Dann passt mal auf, dann mache ich das ganz einfach. Ich hänge den ab. Genau, verkaufe die Forstmaschine da hinten. Die können wir uns ja irgendwann mal wiederholen. Da verkaufe ich auch alles hier, was mit Forst zusammen zu tun hat. Wird dann verkauft. Am Mächten nehmen wir Scheiße. Jetzt geht's ja noch. Das Feld ist nicht bewachsen. Unkraut ist hier drauf. So, da wirst du nämlich hier hinten verkauft. Mein Schrank ist auch bald fertig. Also beziehungsweise ich hole den ja bald ab. Ich war ja am 14. März war ich runter, dann werden die werden auch schon die letzten Teile da sein, die ich, oder fast die letzten Teile, also es braucht relativ viel dafür. Ob ich dafür ein Video drehe, also das muss ich da mal schauen, vor allem wegen Artikel 13, ob ich dann noch weitermache. Und probiere mit diesen Nintendo-Sachen hochzuladen. Also vielleicht ist auch zu viel Wind gemacht von Artikel 13. Artikel 13 ist gar nicht mal so schlimm. Und man hört bloß, das soll so extrem schlimm sein, wobei die Politik macht nichts Schlimmes. Ich glaube mal, da wird jeder lachen. Wo werden wir nicht ausspionieren? Und ich glaube mal, das kann ich die politische Folge nennen. Wir werden das hier auch nur verkaufen und dann werden wir im nächsten Part sehen, was ich eigentlich kaufen möchte. Das werden wir so machen, das brauchen wir noch schnell weg und dann ist der Part auch vorbei. Ich verabschiede mich schon mal, Leute. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, dann lasst natürlich einen Daumen nach oben da, wenn nicht einen Daumen nach unten. Wir werden nächstes Mal hoffentlich nicht so viel über Politik reden und mehr über Landwirtschaftssimulator und meine Probleme und mein Leben. Oder was ich so dann lese, zack oder sowas. Mir werden ja auch keine Themen geschrieben, deswegen muss ich mir was einfallen lassen. Deswegen würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Sagt euer, ich kann, das Ding wird ja auch gleich wieder verkauft, das brauche ich ja auch nicht mehr. Erstmal. Bis zum nächsten Mal. Ich will natürlich euch noch zeigen, was das für Geld bringt. Der Menzi. Naja. Ciao.